Herzlich willkommen zum revolutionärsten Motivationsvideo aller Zeiten. Hier lernt ihr das absolute Geheimrezept, das euch bis jetzt niemand verraten hat, wie ihr den Weg zum Erfolg schafft. Die Zauberformel lautet Demotivation. Nicht Motivation, Demotivation. Kennst du das? Du wachst auf und denkst dir, nein, ich bleib noch ein bisschen liegen. Ich habe keinen Bock, heute irgendwas zu machen. Perfekt, behalte dieses Mindset ganz genau bei, denn nur so schaffst du den Durchbruch. Das Schlimmste im Leben ist Motivation. Motivation ist der Grund für Bluthochdruck, Herzinfarkte, Stress, Schlafmangel, Wut und ständige Unzufriedenheit. Motivierten Menschen haben wir Weltkriege zu verdanken und Ausbeutung. Kann das der Weg zu einem besseren Leben sein, zum Erfolg? Der Weg der Motivation ist mit Leichen gepflastert. Und da wollt ihr doch sicher nicht dazugehören. Warum wird uns dann die ganze Zeit Motivation gepredigt? Natürlich, weil mit Motivation hast du ständig motivierte Arbeitskräfte, die so lange arbeiten, bis sie umkippen. Das kann ja nur im Interesse der Mehrheitsgesellschaft sein, dass ihr alle schön motiviert seid. Ihr kennt doch alle diesen Spruch, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Was für ein Bullshit, das ist doch total unbequem. Ihr kennt doch alle diese Zeichnung, da ist so ein großer Kreis, da steht Komfortzone. Und auch so ein ganz außerhalb, so ein kleiner Kreis, da steht, dort findet das Leben statt, also außerhalb der Komfortzone. What the fuck? Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt gerade, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wie wird man durch Demotivation erfolgreicher? Dass Demotivation bequemer ist und angenehmer ist, das muss ich ja, glaube ich, niemandem erklären. Schauen wir mal auf die großen Meister unserer Zeit. Wenn zum Beispiel Eric Clapton Gitarre spielt oder Carlos Santana oder sowas, sieht es so aus, als ob die sich unglaublich anstrengen würden? Nein, die spielen einfach ihr Ding runter und sind die absoluten Kings. Oder was weiß ich was, wenn ein super Schauspieler ganz toll schauspielert, das sieht mühelos aus. Wenn Pavarotti singt, sieht es mühelos aus. Die Mühelosigkeit ist es. Ja, aber die haben bestimmt jahrelang trainiert, um dahin zu kommen. Okay. Und hier kommen wir zum Erfolgsgeheimnis der Demotivation. Gehen wir wieder zurück auf dieses Modell dieser zwei Kreise. Der Kreis der Komfortzone und der Kreis der Nicht-Komfortzone. Denkt zum Beispiel an eure erste Fahrstunde in der Fahrschule. Oder wenn ihr einen Tanzkurs macht und nichts vorher gekonnt habt und anfängt einen Tanzkurs zu machen. Das ist der absolute Horror. Zum ersten Mal im Auto und überall Verkehrsschilder und Informationsüberfluss und wie funktioniert das mit der Kupplung und oh scheiße, verdammt, totaler Stress. Oder beim Tanzkurs die ganzen neuen Schritte, oh verdammt, total unangenehm. Aber wenn ihr es erstmal könnt, dann ist Autofahren innerhalb der Komfortzone. Dann fährt ihr total komfortabel Auto und zieht auch locker die ganzen Tanzschritte durch. Die Kunst ist, den Kreis der Komfortzone ganz langsam wachsen zu lassen. So lange, bis dieser Komfortzonenkreis diesen kleinen Kreis der Nicht-Komfortzone schluckt und Teil der Komfortzone wird. Soll heißen, ihr bewegt euch immer innerhalb der Komfortzone am Rand, dass es immer noch bequem ist und macht dann immer ein bisschen mehr, so dass es immer angenehm ist. Ihr lernt was dazu und der Kreis der Komfortzone wird größer. Und das Beste daran, ihr müsst euch nicht motivieren, das zu tun, sondern das macht ihr völlig automatisch. Denn was hat diese Komfortzone an sich? Die Komfortzone ist bequem und gemütlich. Aber wenn man die ganze Zeit drin bleibt, ist es langweilig. Deswegen ist es in der Natur des Menschen immer automatisch, an den Rand der Komfortzone zu gehen und die Komfortzone immer ein bisschen auszuweiten, dass es optimalerweise immer bequem dabei ist, dass die Anstrengung nie zu groß ist. Wichtig ist konsequent sein und sich eine Richtung vornehmen, wo man hin will und immer ein bisschen mehr in die Richtung zu machen. Ungefähr so wie ein Gefängnisinsasse, der mit einem rostigen Nagel ein Loch in die Gefängniswand bohrt. Jeden Tag macht er ein bisschen, bis das Loch größer wird. Und nach 5 Jahren Bohren hat er ein riesiges, fettes Loch und spaziert einfach durch. Er quält sich keinen ab, sondern er macht immer nur so ein bisschen. Immer an der Gefängniswand bohren. Denn Motivation hat noch einen weiteren Nachteil. Der Nachteil des Übertrainings, des Übertreibens. Ihr macht so viel, dass ihr euch völlig zerstört. Ihr trainiert so hart, bis ihr danach krank werdet. Oder sterbt. Selbstmord. Selbstmord ist eine Konsequenz von zu viel Motivation. Das kann uns als demotivierte Personen nicht passieren. Also das nächste Mal, wenn ihr euch zu irgendwas zwingen wollt, überlegt es euch gut. Schaltet lieber 2 Gänge zurück, aber fahrt in die richtige Richtung. Und wenn ihr das zu eurer Gewohnheit macht und lang genug macht, erreicht ihr jedes Ziel. Ihr könnt unglaublich viele Fremdsprachen, ihr könnt Instrumente spielen, ihr könnt Tanzschritte machen, ihr wisst viel, seid eloquent, habt einen tollen Körper und das Leben ist schön. Und es war immer schön. War mir ein Vergnügen, euer Leben wieder besser gemacht zu haben. Und ich penne jetzt erstmal weiter. Slow down the show, man. Slow down the show, man. Slow down the show, man.
Kleine Randnotiz. Diese ganzen Tipps, die ich euch gebe, die funktionieren nicht, wenn ihr Profisportler werden wollt. Profisportler ist nochmal was anderes. Da gibt es diesen Faktor Zeit und da müsst ihr in der Jugend ganz früh anfangen und ganz viel machen. Blablabla.